Ja, das ist ja interessant. Die Grünen haben auf ihrem eigenen YouTube-Kanal zuletzt einen Beitrag veröffentlicht, wo gesagt wurde, dass Desinformation nicht nur die Informationen seien, die falsch seien, sondern alle, die die Regierung schlecht aussehen lassen Ja, würden. sehr gut. Jemand aufgepasst, siehst du? Du, Posi, das ist gefährlich. Also, wenn man so aufpasst wie du, ist das schnell gefährlich. Ich kann dir nur sagen, hier ist sehr schön und hier ist auch noch Platz, wo ich bin. Wir können uns da off-cam gerne mal drüber unterhalten. Ja, es ist irre, oder? Und das Irre ist jetzt wieder, was jetzt gerade passiert. Nochmal, jede Form von Gleichsetzung mit dem Nazireich verbieten sich, weil wir nicht ansatzweise in einer Zeit leben, in der Grausamkeiten wie diese begangen wurden. Dickes Aber. Die Logik dahinter, ja, dieses offene Ansagen. Damals hat der Adolf Nazis in Mein Kampf geschrieben, was er tun wird. Jetzt sagen es die Grünen im Fernsehen. Die kündigen ja den Wahnsinn an, den sie treiben. Und dann kommt der, und es gibt nicht mal mehr große Aufregerei. Melina sagt immer, die lassen da einfach mal die Idee so ein bisschen floaten. Ne? Man gewöhnt sich so an den Begriff, es gibt so ein bisschen Gemecker. Die Badenberger, ach naja, das ist ja eine einzelne Justizsenatorin in Berlin. Und ach, guck mal, ist ja, guck, wie sieht die denn aus und so. Dann vergessen die es wieder. Eine Woche später kommt das Ding nochmal aus Hessen oder von irgendwo aus NRW und dann hat man es überall schon mal gehört und die Empörung ist nicht mehr so groß. Ja? So funktioniert die stetige Aushöhlung unserer Bürger und Grundrechte. Ja, das ist ja auch, wir waren ja vorhin beim Gefährderbegriff, da ist das ja auch total interessant. Jetzt hat Nancy Faeser das Beamtenrecht so geändert, dass da jeder Beamte nachweisen muss, dass er verfassungstreu ist, also mehr oder weniger auf Linie von Nancy Faeser, sonst kann sie ihn rauswerfen. Also eine komplette Abschaffung der Unschuldsvermutung. So ist es, so ist es. Ja, nicht nur der Unschuldsvermutung, es ist die Anschaffung der Schuldvermutung. Ja, wir müssen die Begriffe wirklich mal entsprechend prägen, wie sie sind. Ja, der Beamte, und das kommt an bei den Beamten. Wir hatten neulich ein Gespräch mit Martin Schwab, das ist sozusagen das Nachfolgeinterview zu Kevan. Martin Schwab, zwei Rechtsanwälte, da waren jede Menge Beamte, die nachher in der Q&A-Runde dann fragten, ich bin Beamter, wie ist denn das jetzt, Herr Schwab? Kann ich da jetzt einfach abgesägt werden? Nicht? Und Martin Schwab antwortete mit einem Wort von Fatina Kailani, einer NZZ-Redakteurin, die ganz klar schrieb, bis zu Ende gedacht, kann dieses neue Beamtenrecht komplett die Entmachtung der Justiz bedeuten, weil ja Richter für Richter ausgehebelt werden kann, wenn es der Regierung passt. Wir haben ja den Richtervorbehalt oder das Prinzip des gesetzlichen Richters. Das klingt irgendwie sperrig und wenige Nichtjuristen interessieren sich dafür, aber es ist unglaublich wichtig, weil es besagt, dass dein Richter, der über dich urteilen soll, bereits feststehen muss, bevor er dich überhaupt kennt und die Tat begangen wurde. Denn wenn nachher gesagt wird, naja, das macht der Richter Brandenburg, der kann so Leute wie den gar nicht haben, dann ist das natürlich schon mal eine Beeinflussung dieses Verfahrens, ja. Und letztlich ist dieses Prinzip ausgehebelt worden, weil du kommst vor einen Richter, von dem Nancy glaubt, der verurteilt dich jetzt nicht dafür, dass du gerade erkannt hast, wie das funktioniert jetzt. Dann sagt er einfach, nee, der Richter, der ist raus, bei dem habe ich Verfassungsbedenken. Und der nächste Richter, der kommt, der weiß dann schon, wenn er nicht auch raus sein will, dann wie er jetzt sein. Und wenn er es nicht weiß, dann ist er auch raus. Naja, spätestens der dritte Richter hat es begriffen. Also wir haben lange einen Staatsstreich hinter uns. Ja, vor allem, das ist ja was, was man nicht häufig anwenden muss. Jeder Richter wird sich jetzt überlegen, wie weit kann ich jetzt gehen, ohne dass ich ins Visier gerate. Yep. Und wenn Beamten eins gelernt haben, das geben die ja auch freiwillig zu, das wissen ja auch Corporate-Leute. Ich habe ja auch mal nicht nur für die böse Armee, ich habe ja auch mal für Pfizer gearbeitet als Pharmalobbyist, da ist es ja ähnlich, ja. Also wenn du in so einem Großapparat bist, dann besteht ja dein ganzes Arbeitsleben daraus. Man sagt, ah, was will der, was will jetzt die, ne? Was will denn die Chefin, was will denn der so, was muss ich sagen, damit ich irgendwo hinkomme? Das ist natürlich ganz fein, also es ist im Prinzip wie auf dem Schulhof, ja. Und da kommt ganz schnell an, das wird ganz schnell gleichgeschaltet. So funktioniert es ja bereits heute. Richter sind ja in Deutschland auf dem Papier völlig frei, aber dass nun in Deggendorf da jemand, Herr Gross, verurteilt wurde dafür, dass er Södolf nannte, Heil Södolf übrigens, Markus Söder, Sie sind ein Faschist, ne? Das ist natürlich ein Witz. Also das wäre anderswo in Deutschland wahrscheinlich nicht passiert, aber in Bayern eben.